Hallihallo und willkommen zu einer neuen Fly News Folge. Diesmal mit überwiegend Marvel-Themen, aber genau deswegen möchte ich jetzt lieber mit den kleineren Sachen anfangen und fange mit Shining an. Ja, Shining ist ja ein Buch von Stephen King gewesen, das verfilmt wurde, bei dem Publikum sehr gut angekommen ist, bei Stephen King selber weniger. Aber dieser Film soll ein Sequel bekommen, also eine Fortsetzung, wo es dann soweit wie jetzt aktuell es um den Jungen gehen soll, also um den Sohn. Und ja, mal gucken, was da kommt, ob das dann auch wirklich richtig umgesetzt wird. Ja, ich fand Shining okay, find das eine nette Neuigkeit, bin da jetzt aber nicht drauf groß gehypt, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, aber ja, wenn der vielleicht kommt er jetzt in den nächsten Jahren und wenn er gut ist, dann ist es schön. Wenn nicht, dann stört es mich jetzt auch nicht so viel. Ist halt eine nette Kleinigkeit. Dann aber was viel Interessantes ist Game of Thrones. Ja, die letzte Staffel kommt nächstes Jahr. Und die Schauspielerin von Arya Stark hat in einem Interview verlauten lassen, dass wahrscheinlich die Staffel, also die letzte Staffel, jetzt in, also 2019 im April starten sollte. Also jetzt bis Ende dieses Jahres 2018 sollen ja die Dreharbeiten gehen und dann ja Post-Production und dann soll die Serie so im April starten. Ist jetzt noch nicht hundertprozentig bestätigt, aber würde so ungefähr in das Zeitschema, wann Game of Thrones immer so startet, eigentlich reinpassen. Also gar nicht so falsch. Dann bleiben wir mal bei Game of Thrones, tun dann aber noch ein bisschen Gewürz mit Star Wars, denn die Game of Thrones Macher sind jetzt dabei, jetzt nach Game of Thrones Star Wars Filme zu planen und meinen halt, sie wären jetzt würden sich darauf sehr freuen und jetzt spekulieren ja natürlich wieder die Fans, was könnte da wieder kommen, natürlich wieder Old Republic oder so, wäre cool. Es sollen mehrere Filme kommen, aber jetzt nicht unbedingt eine Reihe, wie ja die nächste Trilogie geplant ist, sondern wahrscheinlich dann wieder weitere Anthology-Filme wie Rogue One kommen, die dann halt von den Machern von Game of Thrones kommen. Und das könnte ja wirklich interessant sein, wenn man vielleicht auch ja, Star Wars in älterer Zeit macht und dann auch vielleicht im Stil von Game of Thrones oder Tonalität wie Game of Thrones. Und ja, da könnte echt was Gutes rauskommen. Bin mal gespannt. Ich mag Game of Thrones und Star Wars, also vereint kann das vielleicht wirklich reinhauen und freue mich sehr drauf. Und dann zu der letzten Nicht-Marvel-Neuigkeit, nämlich DC. Ja, der Schauspieler Joaquin Phoenix, zu hundertprozentig habe ich den Vornamen gerade falsch ausgesprochen, aber das ist ein recht bekannter amerikanischer Schauspieler, den ich persönlich wohl schon ab und an mal gesehen habe. Ich habe bei Google einfach gesehen, der hat dann halt bei Gladiator mitgespielt. Hab den jetzt nicht so unbedingt bei großen Filmen im Kopf, aber der ist aktuell im Gespräch, möglicherweise den Joker in dem Joker-Solo-Film zu spielen. Ja, ich habe mir den so angeguckt und so weiter und ja, das Gute ist für mich persönlich, dass ich ihn noch nicht so viel in irgendwelchen anderen Rollen kenne. Also ist das schon mal ein Pluspunkt, denn so ist er halt, ja, für mich persönlich einzigartiger, als wenn man jetzt Leonardo DiCaprio nimmt. Ich würde den jetzt aber nicht als Top-Wahl sehen, aber lass mich da echt überraschen. Ist ja jetzt auch nur ein Gespräch. Aber ja, man muss ja auch immer das Endergebnis bewerten und ich habe auch damals schon bei Tom Holland meine Gedanken gehabt, sodass das echt nicht gehen kann. Haben ja viele und heutzutage sehen viele ihn als den Besten. Und darum überraschen lassen, ist jetzt gerade im Gespräch dieser Schauspieler. Und mal gucken, was da rauskommt. Das soll in meiner Meinung nur schön schnell vorangehen und gute Auswahl kommen, denn ich möchte in den nächsten 2-3 Jahren gerne diesen Joker-Film sehen. Ja, dann rüber 10 Marvel-Sachen. Ja, fangen wir klein an bei Chris Hemsworth, den Schauspieler von Thor. Der macht jetzt erstmal eine Pause vom Schauspiel, denn er meinte, er möchte sich jetzt eher ein bisschen auf seine Familie konzentrieren. Ist halt immer so, ne, und ist halt hier und da und schauspielert halt. Und dann kommt vielleicht die Familie hier und da zu kurz und das möchte Chris Hemsworth anscheinend jetzt erstmal ändern. Und ja, wenn Thor jetzt in Infinity War sterben sollte, ist mir das eigentlich sowas von egal.
Wenn er es nicht tun sollte, hoffe ich, dass diese Pause nicht zu lange ist, damit mindestens so 2022, 2023 weitere Thor-Filme kommen können. Aber da müssen wir jetzt noch alles abwarten. Ich glaube jetzt nicht wirklich, dass Thor ein Kandidat ist, der jetzt unbedingt stirbt. Aber mal gucken, was noch kommt. Aber das ist so der Stand der Dinge bei Chris Hemsworth. Dann eine schockierende Nachricht von der letzten Woche. Stan Lee hatte kurzzeitig Herzrhythmusprobleme und musste deshalb ins Krankenhaus geschickt werden. Ja, die Fans waren natürlich in Aufruhr und hatten totale Panik. Er war dann aber kurz, also eigentlich nur ganz kurz da, ist schnell wieder zu Hause gewesen, hat dann noch ein Statement gegeben und hat sich auch praktisch bedankt, dass sich so viele auch Sorgen um ihn machen, und ich war auch kurzzeitig sehr geschockt davon. Aber im Großen und Ganzen, 95 Jahre ist schon Top-Alter. Hoffe persönlich, dass er noch bis mindestens 2023 aushält, weil ja, dann hätte er 100 Jahre sein Leben gelebt, und ich gönne es diesem Mann unbedingt. Aber 95 ist auch schon eine starke Zahl. Und bis jetzt, also er ist ja auch wirklich schon eigentlich noch top-fit für sein Alter, im Gegensatz zu vielen anderen. Und ja, mal gucken, was dann noch wird. Ich hoffe, er hat mindestens noch 5 Jahre oder optimal noch länger. Aber ja, ein Top-Mann, Stanley, the Man. Ja, dann für mich persönlich eigentlich eher so ein bisschen trauriger, denn ich bin kein Fan von den Runaways eigentlich, leider. Die Serie kommt aber in Amerika anscheinend so gut an, dass da jetzt eine zweite Staffel geplant ist. Ich habe bis jetzt noch nicht weitergeguckt. Ich habe so, keine Ahnung, 8 Folgen oder so geguckt und fand es bis jetzt nicht so dolle. Und bin mal gespannt, ob da vielleicht irgendwie sich das noch verbessert. Aber ja, dann soll vielleicht noch Ende des Jahres jetzt eine zweite Staffel kommen. Ja, dann kamen viele Trailer auch durch den Super Bowl. Fangen wir mal an mit Ant-Man and the Wasp. Ja. Den Trailer fand ich richtig, richtig gut. Der hat mir richtig Spaß gemacht. Der Trailer war schon richtig Potenzial, dass der dreimal so gut wird als der erste Teil. Wasp hat mir richtig gut gefallen. Der Humor war Hammer. Und dann halt auch diese neuen Ideen mit ein Haus verkleinern und ja, als Koffer transportieren. Dann halt der Riesen Hello Kitty. Süßigkeitenspender und so weiter und so fort, und da bin ich echt gespannt. Und dann auch noch so diese Nachwirkungen von Civil War, dass Hank halt, ich meinte, Scott noch verfolgt wird oder halt noch ja, kontrolliert wird durch auch das Sokovia-Abkommen, und dass er halt auf Caps Seite war. Und bin echt gespannt, wie der Film wird. Der geht natürlich ein bisschen unter gegen so Infinity War in diesem Jahr, aber trotzdem, ich freue mich riesig auf den Film, und der Trailer hat wirklich ja, das Fanherz angetrieben und war echt gut. Dazu gab es dann auch noch ein kleines Bildchen, wortwörtlich klein, denn das haben sie wirklich witzig gemacht. Halt eigentlich ein weißes Hintergrund und ganz kleine, also halt Ant-Man und The Wasp dastehend und darunter halt der Titel des Films. Und ja, das ist eine nette kleine Idee gewesen. Ja, dann kam auch ein sehr, wie ich finde, sehr, sehr spät der Solo-Trailer zu dem Han Solo-Film. Ja, der Film ist nicht wirklich nicht mehr weit entfernt. Also das kam halt durch die ganzen Produktionsprobleme. Und den Trailer fand ich ganz nett. Also der war halt, das Schönste fand ich halt die ganzen Effekte, weil es sah halt wieder alles so schön und cool und modern aus wie bei Rogue One. Persönlich fand ich dann aber ja, Han Solo selber dann so okay. Der war aber man muss halt so sehen, dass es halt so sehr, sehr junger Typ ist, obwohl das, glaube ich, nur 5 Jahre vor A New Hope ist. Schön ist dann, dass man Chewie sieht. Lando Calrissian fand ich da eigentlich wirklich gut passend, und der Rest, der muss man sich noch überraschen lassen, aber im Großen und Ganzen fand ich den Solo-Trailer schon mal ganz gut. Hat mich jetzt persönlich nicht so mega gepackt irgendwie, dass ich jetzt mega auf den Film gehypt bin. Bleibt eigentlich auf dem gleichen Stand. Ich mag Star Wars, ich freue mich auf den Film und hoffe auch, dass er gut wird. Und das hat dieser Trailer auch weiterhin so dagelassen. Dann gab es auch zu den einzelnen Hauptcharakteren auch Bilder, wo man halt deren ja, Namen dahingetan, also hingestellt hat und dann halt die Figuren in den Namen reingetan hat. Und ja, das waren ganz nette Sachen mit Solo, Chewie und Lando und so weiter. Das soweit bei Star Wars. Dann kam auch ein neuer Infinity War Clip.
Der war kurz. Man hat einen neuen Schild zu Cap gesehen, was dazu passte, dass T'Challa dann ja im ersten Trailer dann ja gesagt hat, gib diesem Mann einen Schild. Und sonst war halt Teenage Groot und so weiter und so fort. Peter war nochmal zu sehen, war ganz gut. Hat jetzt nichts verbessert an meinem Hype und auch nichts verschlechtert. Warum verbessern an diesen Hype an Infinity War ist echt schwer irgendwie, weil die Netzlast ist ja wirklich ganz oben. Ja, und dann kam auch noch ein Jurassic World, also Jurassic World 2 Trailer. Der war auch jetzt nicht wirklich besonders. Der ist auch wirklich eigentlich unter den ganzen Super Bowl-Sachen in meinen Augen sehr untergegangen. Aber war auch ganz nett. Aber auch nicht viel Neues als beim ersten Trailer und hypt einen auch nicht so heftig. Dann gab es noch so ein, beim Super Bowl ist man jetzt gerade ja noch, gibt es ja auch Werbung, und dann gab es so einen richtig coolen ja, Rap-Battle, sage ich mal so, zwischen Peter Dinklage und Morgan Freeman, wo ich halt die Peter Dinklage, den Peter Dinklage-Rap, sage ich jetzt mal so, besser fand als den von Morgan Freeman. Und aber der war richtig cool. Sie, ja, andere haben, also man, die rappen halt praktisch, und haben dann auch noch so andere Leute im Hintergrund bei sich. Und sind dann halt so, ist halt eine Werbung für Chips und Wasser und dann halt scharf, kühl und so weiter. Das war sehr cool, und auch so coole, bekannte Schauspieler zu nehmen, war auch eine gute Wahl und war sehr unterhaltsam. Dann auch noch sehr überraschend, der Deadpool 2 Trailer kam vor kurzem, wo die halt Cable einführen. Und ich fand Deadpool 2 hat mich jetzt nicht so gehypt wie Ant-Man and the Wasp, aber trotzdem war der Trailer in meinen Augen ein Hammer. Wir sehen hier Cable erstmal so im Action-Bürschchen, dann sieht man aber seinen Arm, seinen Metallarm, der aber dann irgendwie noch grün ist. Und dann gibt Deadpool einen Kommentar dazu ab und macht dann halt einen Scherz über Justice League und Supermans ja, weg. Gemacht, Bart und so weiter. Und dass es ja nur ein Metallarm ist und kein Bart und so weiter. So schwer kann das ja nicht sein. Und so weiter und so fort. Und dann auch noch spielt er mit Figuren, wo er dann sich als Sheriff Deadpool ausgibt. Anspielung auf Toy Story und so weiter und so fort. Also auch wieder sehr unterhaltsamer Trailer. Und man hat auch ein paar neue Clips gesehen mit halt Cable und vielen anderen Figuren. Also ja. Der Film kann auch echt nicht schnell genug kommen und freue mich auch sehr auf Deadpool 2. Dann auch noch ein Trailer zu Jessica Jones Staffel 2. Der, wenn Leute den jetzt noch nicht geguckt haben, aber halt da drin sind, vielleicht mittelmäßig empfehlen würde, weil der war gut. Könnte aber für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu viel gespoilert haben, denn wir bemerken sehr stark, dass es jetzt hier in der zweiten Staffel, darum jetzt Spoilergefahr, stark um die Familie geht, also ihre Familie in der Vergangenheit, und dann halt auch, wie sie ihre Kräfte bekommen hat, und anscheinend auch noch andere Leute, die auch ähnliche Kräfte haben. Und dazu ist auch noch in ihrer Gegend gerade irgendwie so ein Mörder aufgetaucht. Und am coolsten, wie ich finde, war am Ende dann, wo man dann, das Bild wurde dann langsam ein bisschen lila, und dann sieht man einfach nur so Hände, die dann klatschen. Und ja, jeder, der da weiß, dass Kilgrave praktisch auch Purple Man heißt und dass Lila sein Markenzeichen ist, weiß dann, dass es anscheinend Kilgrave ist. Jetzt ist nur die Frage, ist er jetzt wieder wirklich da? Oder ist es, spielt das alles nur in Jessicas Kopf ab? Ich hoffe sehr, dass es in Jessicas Kopf abgeht, was auch sehr wahrscheinlich ist. Und dann als letztes kam auch noch ein kleiner Teaser zu dem Venom-Film, der für viele sogar enttäuschend war, denn wir sehen Venom nicht genau. Wir sehen halt hauptsächlich Tom Hardy als Eddie Brock. Und dann wir erfahren halt, dass er ein paar Probleme hat. Man sieht auch ein blondes Mädchen, was möglicherweise Gwen Stacy sein könnte, glaube ich weniger, aber die Möglichkeit besteht, denn sie war blond. bisschen blöd, aber ist so. Und ich wüsste jetzt, weiß jetzt nicht genau, wer dieses darstellen soll. Und ja, wir sehen halt, wie er ja, irgendwie Qualen erlebt, und er redet über Dämonen. Aber wir sehen halt Venom noch nicht. Mich ist das eigentlich gar nicht, für mich ist das gar nicht so schlimm, denn erstens wird wahrscheinlich noch ein Trailer kommen, wo man ihn sieht. Und eigentlich wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man ihn gar nicht sehen würde, weil umso geiler würde es, wenn er dann noch cool aussieht, wenn man ihn dann erst im Film sieht. Ne? Aber trotzdem ist es dann so, manche sind dann ja so, nee, wenn man den nicht gesehen hat, dann geht man lieber nicht ins Kino. Und ich glaube nicht, dass sie da so, so riskant sind. Aber ja, der Venom-Trailer war gut, hat trotzdem halt ein paar Sachen noch verwehrt.
Und ja, das war soweit die ganzen Trailers, die in der letzten Zeit kamen, waren eine Menge. Aber das war's mit den Flying News. Schreibt in die Kommentare, was euch am meisten gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.